So, hi und hallo mal wieder. Wie ihr seht, öffnen wir heute wieder 13er Booster von Magitek Extra 2015-2016. Und jetzt schauen wir mal, welche Spieler oder Motive ich hier drin finde. Alle wieder verkehrt rum, bis auf hinten. Und ihr postet mir, wie ihr die Serie überhaupt findet, ob ihr sie auch sammelt und. Ganz egal was. Es interessiert mich wirklich. Und ich versuche natürlich, unter dem Video zu verlinken, wo ihr die sicher, bequem und günstig bestellen könnt. Ich hoffe jetzt mal wirklich, dass ich nicht nur in dem Booster die meisten Basiskarten finde. Auch mal was richtig Hochwertiges. Aber naja. Vierer. Na, hier geht auch so eben. Habe ich auch noch nicht. Man braucht sie ja alle. Jawohl. Torwart des besten Vereines. Den habe ich noch nicht. Freut mich am meisten. Gleich daneben Spieler der verbotenen Stadt. Aber nichtsdestotrotz, man braucht sie ja, dass meine Mappe voll wird. Ja. Jawohl, jetzt mal eine ganz hochwertige. Zwar von falschen Verein. Club 100. Ich glaube, das sind die hochwertigsten Karten, die in dem Booster-Paket drin sein können. Hammer geil. Schade nur mit dem falschen Verein. Nun kommen wir zum dritten und letzten Booster für heute. Oder die letzten 10 Spielerkarten. Jawohl, das passt ja wohl genial. Und wieder ein von den besseren Vereinen. Aber wie ihr gesehen habt, glitzert hier nichts. Also sind es nur Standard-Basiskarten. Aber dafür hier die Club 100. Aber sind wenigstens nicht so viele Doppelte dabei. Und wieder eine transparente. Also, das waren meine Karten, die ich in meinem Booster gefunden habe. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, wie die Spielermotive aussehen, die ihr vielleicht noch nicht hattet. Und sage deshalb, wie immer, bis demnächst. Guckt hin. Und schaut zu.